Grüß Gott, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt und ich begrüße Sie in meinen Räumen zu meiner Spezialsprechstunde zur Neurodermitis, die man auch endogenes Ekzem nennt. In diesem Video habe ich vor, Ihnen über meine persönlichen Erfahrungen mit der Neurodermitis aus über 25-jähriger Praxistätigkeit zu berichten, so wie ich sie sehe und was ich Ihnen empfehlen möchte. Und das Wichtigste haben Sie bereits gelesen. Bei der Neurodermitis braucht man vor allem Geduld. Die Neurodermitis ist eine chronische Erkrankung der Haut, die sich meistens im Säuglings- und Kleinkindalter zum ersten Mal zeigt und dort auch die schlimmsten Auswirkungen hat. Nicht nur, dass sie schrecklich aussieht, es ist für die Eltern schwer auszuhalten, zu sehen, wie die Kleinen leiden, wie sie sich ständig kratzen, wie sie unzufrieden sind und dass alles, was man unternimmt, selbst im idealen Fall meist nur eine kurzfristige Linderung bringt. Und das zieht sich über viele Monate und einige Jahre hin. Und das meine ich mit Geduld. Sie sehen hier die Bilder eines meiner kleinen Patienten, dessen größere Schwester als Säugling ebenfalls eine starke Neurodermitis hatte. Und so sieht die Haut 1,5 Jahre später aus. Und das ist die Kernbotschaft dieses Videos. Diese Geduld ist nicht umsonst. Denn die meisten Neurodermitis-Kinder überwinden diese schlimme Phase und haben eines Tages eine ganz ordentlich aussehende Haut. Die Haut eines Neurodermitikers ist in ihrer Funktion gestört. Sie hat nicht die normale Elastizität, sie ist viel trockener, sie neigt zu Einrissen und zu Entzündungen und je stärker diese Entzündung ist, umso mehr juckt sie. Bei Säuglingen ist es oft so schwer, sie vom Kratzen abzuhalten. Sie kratzen sich oft blutig. Deshalb ist es sinnvoll, die Nägel, die Fingernägel, kurz zu halten, es mit Handschuhen zu probieren oder für die Nacht einen größeren Schlafanzug anzuziehen, denn dann kann man die überstehenden Ärmel vorne etwas zunähen. Die Ursachen für die Neurodermitis sind vielfältig. Häufig liegt eine genetische Veranlagung vor. Das heißt, meistens hat wenigstens ein Elternteil als Kind ebenfalls eine Neurodermitis gehabt. Und deshalb sind oft auch Geschwister betroffen, wie bei meinem Beispiel. Und wenn die Haut einmal empfindlich ist, dann gibt es natürlich Faktoren, die diese Empfindlichkeit verstärken. Und das kann sein, allein nur die trockene Luft. Und das ist der Grund, warum im Winter in der Heizungsperiode sich die Haut vieler Neurodermitis-Kranker verschlechtert. Bestimmte Kleidungsstoffe mit rauen Fasern können das Ekzem verschlimmern. Allein das Schwitzen ebenso. Und bei manchen Betroffenen ist ein Zusammenhang mit bestimmten Nahrungsmitteln zu beobachten, wie zum Beispiel fruchtsäurehaltige Säfte wie Apfelsaft, oder auch der Genuss von Zitrusfrüchten, Mandarinen, Orangen, Grapefruits. Oder auch histaminfreisetzende Lebensmittel wie Tomaten. Auch Stress inklusive psychische Belastung kann sich auf eine Neurodermitis negativ auswirken. Und so gibt es natürlich auch Bedingungen, die eine Neurodermitis lindern. Im Sommer wird sie durch die Einwirkung der UV-Strahlung der Sonne besser. Das Baden im salzhaltigen Meerwasser tut der Ekzemhaut meistens sehr, sehr gut. Und dann ist es einfach die Zeit, die schlussendlich zu einer Verbesserung führt. Und da sind wir wieder bei der Geduld. Bei den meisten betroffenen Kindern verschwindet die Neurodermitis bis zum Schulalter weitgehend. Zwar bleibt oft zeitlebens eine gewisse Empfindlichkeit der Haut zurück. Dies lässt sich aber in der Regel durch entsprechende Pflege und Rücksichtnahme gut im Griff halten. Apropos Pflege.
Eltern von Neurodermitis-Kindern sind deswegen oft bei ihrem Kinderarzt oder bei ihrer Kinderärztin. Sie bedürfen immer einer besonders intensiven Betreuung und Beratung. In Deutschland gibt es die Möglichkeit des Besuchs von Neurodermitis-Schulungen und in besonders ausgeprägten Fällen ist auch der Besuch von Spezialkliniken möglich und sinnvoll. Und dabei lernen die Eltern und auch die größeren Kinder selbst, die Haut individuell optimal zu behandeln und zu pflegen. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Pflegecremes und Pflegesalben, die entweder nur das fehlende Wasser und Fett enthalten, das sind die sogenannten Basispflegemittel, oder auch zusätzliche Wirkstoffe gegen Juckreiz und gegen die Entzündung. Auch antibiotische Wirkstoffe sind manchmal nötig bei bakteriellen Infektionen. Wir nennen das Superinfektionen. Und die kommen meist an den aufgekratzten Hautstellen vor und typischerweise an den Handgelenken, in den Ellbeugen, in den Kniebeugen. Das sind die typischen Neurodermitis-Stellen. Und bei Säuglingen sind es auch die Bäckchen, wie sie sich blutig kratzen. Das Ziel einer jeden Hautpflege bei Neurodermitis ist zu erreichen, dass die Haut nicht juckt und dass das Kind deshalb nicht zu kratzen beginnt. Denn das Kratzen führt zum Juckreiz und der Juckreiz führt zum Kratzen und das ist ein klassischer Teufelskreis. Den gilt es zu vermeiden und wenn er da ist, so schnell wie möglich zu durchbrechen. Und das geschieht durch eine dauerhafte Hautpflege mit den sogenannten Basispflegecremes oder Salben. Aber auch Lotionen können da bei dem einen oder anderen ganz toll wirken. Ich habe es schon erwähnt, die Behandlung der Neurodermitis-Haut ist stets eine individuelle. Die Eltern werden selbst rasch zu den besten Experten für die Haut ihres Kindes. Und bei der Vielzahl der möglichen Produkte stellt sich durch das Ausprobieren bald das für das Kind Beste heraus. Bei normalen Baden sollte kein Schaumbad, sondern ein Ölbad verwendet werden. Auch können spezielle hautberuhigende Bäder den starken Juckreiz lindern. Bewährt haben sich zum Beispiel Gerbstoffe, die auch in den natürlichen Extrakten wie dem Eichenrindenextrakt oder dem Stiefmütterchenkraut vorkommen. Auch das Auflegen von feuchten Schwarzteebeuteln auf kleinflächige Ekzemstellen, gerade so im Ellbogenbereich, kann den Juckreiz auf natürliche Weise lindern. In ausgeprägten Fällen bekommen die Eltern auch das Anlegen von feuchten Wickeln zur Linderung des sehr starken Juckreizes gelehrt. Wahrscheinlich erwarten Sie von mir auch einen Satz zu den kortisonhaltigen Cremen und Salben. Ich bin froh, dass wir sie zur Verfügung haben, weil sie bei einem starken Schub eine sichere und eine rasche Linderung vor allem des Juckreizes und der Entzündungsreaktion bewirken. Meist sind sie nur wenige Tage nötig. Und wenn man sie jeweils nur kurzzeitig anwendet, führen sie nicht zu den gefürchteten Cortison-Nebenwirkungen. Die Neurodermitis ist eine chronische Hauterkrankung. Das bedeutet, dass eine dauerhafte, tägliche Hautbasispflege nötig ist. Und trotzdem ist nicht zu verhindern, dass immer wieder Verschlechterungen, sogenannte Schübe, auftreten, bei denen kurzfristig stärkere Mittel angewendet werden müssen. Deshalb stellt die Behandlung der Neurodermitis die Geduld der Patienten und vor allem die der behandelnden Eltern auf eine harte Probe. Ich sagte es aber bereits und betone es zum Schluss noch einmal besonders. In den meisten Fällen ist bis zur Schule das große Leid der Neurodermitis vorbei.